Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal weiter hier an unserem Vorort am Rumwerkeln. Wir haben tatsächlich ein Problem hier mit der reichen Bevölkerung, dass sie nicht gerne hier arbeiten geht. Und deswegen haben wir den Bulldozer rausgeholt beim letzten Mal. Und ja, sämtliche Reichen einfach mal verbannt. So. Weil es geht tatsächlich nicht, dass die unser komplettes Stadtbild hier ruinieren, wie ihr seht. Ne? Und deswegen machen wir jetzt da einfach mal weiter. So. Sehr, sehr cool. Wir brauchen nämlich tatsächlich mehr Einwohner. Und mehr Einwohner kriegen wir, indem wir ärmere Bevölkerungsschichten hier in die Stadt einladen. Und genau, aber die sind alle noch. Das hier oben ist ja alles intakt. Bis hier ist es intakt. So, dann machen wir hier die dreimal weg. So, und ein Moment. So, da bin ich wieder. ja, einfach eine Kleinigkeit gegessen. So, genau, und wir waren ja hier dabei, die reichen Gebäude abzureißen, damit die Flächen besser genutzt werden können. Würde ich mal sagen, machen wir das einfach mal weiter. Und ja, liebe Freunde, ich hoffe, dass diese Aktion jetzt hier hilft. Upsala, da habe ich ein bisschen aufgestoßen. Dass diese Aktion ein bisschen hilft, um, ja, wie gesagt, die Nachfrage in der Hauptstadt mal ein bisschen zu pushen, sage ich einfach mal. Und ich würde vorschlagen, da wir jetzt schon länger nicht in der Hauptstadt waren, dass wir da einfach nochmal reingehen. So, wir springen da jetzt nochmal rein, genau. Und schauen uns jetzt mal die Nachfrage an, wie die sich jetzt hier entwickeln wird. Meine Güte. Das wird krass zu sehen sein. Und? Ah, Gewerbenachfrage ist da. Seht ihr? Gewerbenachfrage ist da. Jawohl. Das heißt, wir warten einfach mal ein bisschen. Ist auch schon wieder ein Gebäude hier gekommen. Verpölkungstower. Und jawohl, dann haben wir jetzt hier tatsächlich eine Gewerbenachfrage, die sehr stabil scheint. Und genau, das heißt, wir können hier endlich mal wieder ein bisschen weiterbauen, Freunde. Jawohl. Das heißt, wir können hier mal einen Bäume-Trick drauf machen, vielleicht kommen hier was vernünftigere Gebäude. Nein! Ah, das wollte ich jetzt. Die Armen wurden gegen Reiche ausgetauscht, ne? Hier oben. Das hier. Das wollte ich zwar nicht. So, ich glaube, wir müssen auch irgendwann mal die Kosten für die Bildung mal wieder ein bisschen erhöhen. Weil überall streiken so. Oh, der Flughafen, hier sieht krass aus. Krass genutzt auf jeden Fall, ja. Ach, und die weiterführende Schule auch. Okay. Wow, ja, okay, okay. Viele Schüler hier unterwegs, aber ja, die Nachfrage ist leider schon wieder weg. Aber, doch, da ist sie wieder, seht ihr. Ich denke mal, man kann ganz positiv sein, dass man hier jetzt. Ich werde es einfach tun. Wisst ihr was? Ich werde es einfach tun. So. 2, 3. Machen wir jetzt einmal so, zack. Und dann bauen wir uns jetzt mal hier rein. Polizeischutz habt ihr hier und Feuerwehr und alles? Polizeischutz? Jawohl, habt ihr. Okay, wunderbar. Das heißt. Hoppala. So, ja, das Essen verdaut sich gerade. Und ja, das heißt, wir können hier weitermachen. Ein neues Gewerbegebiet aufmachen. So. Ein einziges. Und dann schaue ich mir mal an, ja, was wir da nochmal machen können mit den Einwohnern, ne? Weil da bin ich ein bisschen zu früh rausgegangen. So. Ich denke mal, dass wir hier nochmal ein paar große Plazas waren das, ne, aufbauen müssen. So.
Jawohl, da kommt doch schon wieder ein paar. Sehr gut, sehr, sehr gut. Da kommt schon wieder was hier. The Elliot Tower, jawohl. Meine Katze hier. So, jawohl. Sieht doch gut aus. So, dann machen wir hier mal... Ach, Quatsch, was mache ich denn da? So, machen wir mal Bäume. Genau, Bäume. Haha, schaut euch das an, jawohl. So muss das sein hier. Mittelständische Jobs. Sehr schön, das heißt, wir können hier direkt weitermachen. Jawohl, machen wir auch. Wir machen die einmal Straßen mal hier hin. Können wir nämlich hier vorne auch noch mal ein paar Gebäudchen hier hinmachen. Ach, wartet mal. Hier ist die Monorail wieder gekappt. Ja, sowas aber auch. Ja, das ist das immer, wenn man die Station an die Straße baut. Dann denkt das Spiel immer wieder, da wäre das Linienende. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Da oben. Reicht eigentlich schon. Muss so ein U-Bahn da oben. So. Schön miteinander verbinden. Und dann kann man hier direkt weitermachen. Jawohl. Sehr schön. Dann könnt ihr hier einziehen. Los. Ach Quatsch. Was mache ich denn da? Das kann weg. So. Bäume trick. Jawohl. Schau dir das an. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie krass. Oh mein Gott, was ist mit der Katze hier los? So. Ah, das ist heftig. Sehr gut. Ah, sehr schön. Schick sieht das aus. Das sieht schick aus. Mittlere Jobs hier. Arbeiter 0? Wieso? Wie Arbeiter 0? Ne, okay. Hahaha, sehr gut. Jawohl, alles klar. Das heißt, wir müssten jetzt einfach weiter Jobs bauen, wenn ich mich nicht recht entsinne, ne? Jawohl. Machen wir. Sehr, sehr gerne. Ah, nein, das möchte ich jetzt möglichst nicht. Mach hier mal den Alleen-Trick hin. Den Alleen-Trick. So, und dann hier eine Einbahnstraße rüber. Ja, genau. Weil da möchte man nämlich ein bisschen Platz sparen, tatsächlich. Und, ja, mal kurz nach der Katze geschaut. Ach, aber dann ist das hier wieder so. Och, Leute. Och, Leute. Ja, mach es so. Keine Ahnung. Dann mach es halt so. Wir gucken mal, ob wir das vielleicht irgendwie anders hier hinkriegen. Das ist der einzige Nachteil tatsächlich. Dass, ja, dass es nur so geht, ne? Aber wie gesagt, ja, aber sie bauen es ja auch so auf. Ja, keine Straßenanbindung, ne? Ihr seid ganz toll. Ihr seid ganz toll. Echt. Ihr seid ganz toll. ah ne, aber jetzt geht's wieder. Was? Auf und langer Pendelst. Was? Wie können denn Jobs aufgrund langer Pendelstrecke verlassen sein? Hä? Ja gut, das ist halt wegen der Straße, aber das ist irgendwie komisch übersetzt tatsächlich. Was? Da mache ich jetzt mal hier die Autobahn einfach mal weg. So, und dann machen wir hier. Aha, okay. Da kommen auf einmal Gewerbe, okay. So will ich das haben, verdammt nochmal. So, dann ebenerdig, so. Und dann können wir hier das jetzt wieder aufbauen, nicht wahr? Jawohl, so. Okay, dann haben wir hier unser Gewerbegebiet. Safe. So. Ah, da kommt schon wieder der nächste Turm. Haha, dankeschön. Ah. Es entstehen Jobs. Ach, wie geil. Es entstehen Jobs in unserer Hauptstadt. Ach, Gott sei Dank. Was machst du denn? Ach, das ist auch so blöd, ne?
Verdammt. Aber okay, kriegen wir trotzdem hin. So. Autobahn verbinden wieder. Und dann hier wieder. Das ist ein bisschen nervig, aber gut, was sollen wir machen? So. Gewerbenachfrage ist generell irgendwie. Ja, aber es passt noch. Also man kann weitere Jobs bauen. Das würde ich jetzt auch machen. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so. Na, machen wir einfach so, kommt. Was soll der Geist hier? Ah, passt eh perfekt rein, ja, wunderbar. Passt eh perfekt rein hier. So. Dann schauen wir doch mal. Und zwar euch hier schön anbinden an die, in den Verkehr. So. Und dann eine neue U-Bahn-Linie hier. Oh ja, ganz dringend. Schaut euch das an. Das ist ja echt nix. Da ist ja gar nichts. Das darf doch nicht sein so. Ja, wobei doch eigentlich ist das gut verbunden. Eieiei. Ah, wobei, wartet mal. Davon mache ich mir mal ein Bild. Wie ist die Props Management? Wo ist die Kamera? Da. Okay, weil die werde ich mir dann wieder downloaden, die Gebäude. So, irgendwann ja, gegen Ende des Projekts. Okay, gut, dann am Abreißen. So, und dann hier wieder schön mehr Gewerbeflächen. Ach, das tut gut jetzt. Das tut gut jetzt nach den ganzen Strapazen hier. So, Bäume. Ihr braucht Bäume, ne? Jawoll! Okay. Alles klar. So, wie viele Jobs haben wir mit... Ah, das ist wieder verlassen. Ganz toll. Wie viele Jobs haben wir mittlerweile hier? Fast die Waage. Fast genauso viele Jobs wie Bewohner. Okay, alles klar. Wir müssen aber auch langsam ein bisschen auf die Kosten achten. Tatsächlich. 2, 3, 4. Ja, komm, machen wir noch ein großes Gebiet. Wo wir dann in die Mitte was war das? Plazas hinmachen. Genau. So, machen in die Mitte Plazas. Machen da vielleicht noch einen Durchgang. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Am besten hier hin. So. Wir brauchen einfach viel mehr Jobs, das ist es halt, ne? Und machen da. Ja, wobei ist hier noch so. Ja. So und so, genau. Dann Bushaltestelle U-Bahn hier. Damit sie auch hier schön die Jobs aufbauen können. Jawohl. Okay, dann haben wir das. Sehr schön, dann hoffe ich mal, dass das jetzt gut weitergeht hier in der Hauptstadt. Ach, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Verdammt. Na gut. Man sieht es halt nicht. Dadurch, dass die Gebäude halt schon hier da sind. Und weiterkommen. Wir müssen echt auf die Kosten aufpassen. Weil daran könnte das jetzt tatsächlich noch scheitern. Ne, an den Kosten. Weil ihr seht, die Kosten, die sind extrem. So, dann Bäume. 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 So. Aber immerhin, Freunde. Immerhin haben wir jetzt wieder Gewerbenachfrage. Jawohl, schaut euch das an. Schaut euch das einfach an. Wie geil das jetzt aussieht mit den Jobs. Sind zwar keine Hochhäuser, die im Moment kommen. Ja doch, ist okay. Aber es sind Jobs. Und solange wir Jobs hier kriegen, nach den Strapazen, die wir jetzt hatten, warum ist da kein Wasser? Oh, wir müssen Wasser importieren. Shit! Das wird jetzt... Oh, das haut rein. Aua, das haut rein in die Kosten. Jawoll. Okay. Nachbarschaftshandel Müll vielleicht?
Nö, okay. Energie haben wir auch noch. Okay. Boah, sind wir jetzt wieder bei 13.000 in den Miesen. Wir machen mal die Gesundheit ein bisschen runter. Mal gucken, ob es... Okay, das haben wir erledigt. Mal gucken, ob die Ärzte jetzt auf die Barrikaden gehen, aber ich würde... Oh, guck mal hier, geil. Das sieht doch schon mal sehr gut aus, eigentlich. So, wir haben die Gesundheit runtergeschraubt. Ich weiß halt nicht, ob die das so gut annehmen jetzt, ne, die Aktion. Aber... Ah, nein. Nein, stopp. So. Genau. Aber wir müssen es versuchen. So. Wir müssen es versuchen. Einwohner brauchen wir gerade definitiv nicht. Gewerbe ist gerade angefragt. Von daher machen wir weiter. Bauen wir weiter Gewerbe auf. So. So einfach ist das. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Wie es jetzt doch relativ schnell weitergeht an unserer Hauptstadt endlich mal wieder. Freut mich sehr, dass wir jetzt hier so gut vorankommen. Und ja, hoffen wir einfach, dass es so bleibt. So. Wir bauen uns hier unten weiter auf. So, ihr kriegt eine eigene Station. Und hier unten können wir dann... Ach, ja, jetzt haben wir hier wieder dieses Problem. Jetzt haben wir hier wieder das Problem. Reiß mal das Autobahnstück ab. So. Genau, und dann können wir die Autobahn wieder aufbauen und dann hat sich das Problem auch schon erledigt. Jawohl, liebe Freunde. Wie gesagt, es geht voran. Es geht endlich voran hier in der Hauptstadt. Endlich, Freunde. Endlich. Ach, das freut mich. Das freut mich wirklich. So, dann machen wir da oben mal ein paar Parks hin. Jawohl, da kommen sie doch schon hier. Ah, das war doch hier. Genau, 11 Minuten noch. Das passt. Jawohl. So. Sehr, sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir es aber aufpassen. Und jetzt haben wir hier wieder Bandagenbuß. Tut mir leid, Leute. Aber wir müssen auf eine... Ach du Kacke, was ist denn hier? Ach so, Wasser, Mann. Ah, Wasser, okay. Ja, das ist dann... Das ist schade. Wartet mal, darf ich jetzt, haben wir jetzt tatsächlich mehr Jobs als Einwohner hier? Ah, 50.000 nur. Also es hält sich jetzt tatsächlich die Waage. Das ist auch Wassermangel. Nee, das ist wegen langer Pendelstrecke, komischerweise. Aber der Rest sieht immer noch stabil aus, ne? Von daher, wie sieht's mit Schuleinrichtungen aus? Wir könnten hier Einwohner hinmachen. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Mal gucken, was sich hier tut mit den Einwohnern. Jawohl. Haha, sehr gut. Okay. Wo geht hier irgendwo arbeiten? Ich hoffe. Das sieht richtig geil aus, das Haus. Hört euch das an. Also das Gebäude. Was hat er hier, der kleine Villa? Sorry. Montagen Plus. Ja, das haben wir ja. Leerer Drohnen mit Streik. Aber wir sind finanziell jetzt wieder gut aufgestellt. So. Aber die Nachfrage ist weg, oder? Ja, nicht ganz. Ah, da kommt doch was. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Wunderbar. Nachfrage nach Gewerbe ist weg. Die gehen nicht arbeiten. Auch in einer Pendelstrecke. Okay. Das heißt, wir brauchen hier
Ja, was brauchen wir? Eigentlich neue Jobs, aber... Puh. Eigentlich neue Jobs, aber wie kriegt man Jobs? Jobs kriegt man durch Einwohner. Mach das mal weg. Um. So. So. Ah. Ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir hier vielleicht mal wieder ein paar große Plazas aufstellen. So in der Nähe vom Hafen oder so. Genau. Guck mal, das geht doch so. Da vielleicht mal so machen. Dann sollte die Nachfrage eigentlich... Oh, shit. Sollte eigentlich pushen, die Nachfrage. Ich weiß jetzt nicht, warum hier nichts passiert. Das sollte die Nachfrage eigentlich pushen. Na gut, vielleicht wegen der Gesundheit. So. Ja, irgendwas ist hier mit den Reichen. Ne, dass die Reichen immer einziehen wollen. Ja, da kommt wieder dasselbe Gebäude. Aber wir sind schon ein kleines Stück weiter gekommen. Alter, das feiere ich gerade ziemlich. Müllagerung muss ein Ende haben, wie? Was? Haben wir ein Müllproblem? Machen wir mal. Wasserverschmutzung vielleicht? Ja, wir gucken mal. Müllverschmutzung? Nein. Wasser? Nein. Müll? Ah, okay. Wir haben ein minimales Müllproblem. Ja, was heißt minimal? Was heißt minimal? Um Himmels Willen. Okay, das heißt... Gut, dass ich das rechtzeitig bemerkt habe, ey. So, wir gehen jetzt nochmal hier hin. Genau. Und bauen mal mehr Müllkraftwerke auf. Boah, das ist doch gut. Wie hier die Kohle reinkommt. Da braucht man gar nicht mehr cheaten. Ohne Scheiß. So, Müllkraftwerk. 25, 50, irgendwie. So, alles klar. Und dann nochmal bitte Nachbarschaftshandel. Müll importieren. Müssen wir hier weiter? Ja, sehr gut. Es läuft. Wir können einfach nacheinander hier die Müllkraftwerke aufbauen. Ja, warum eigentlich nicht? So, weiter geht's. Ach, verdammt, falsch. So. So, dann nochmal hier Nachbarschaftshandel, Müll. Ja, das wird jetzt auch in der Hauptstadt wird das jetzt auch kosten. Man muss halt echt aufpassen, ne? Der Müll. Okay, aber das ist jetzt die Obergrenze. Müll. Ja. Obergrenze. Okay. Dann schauen wir mal. So. Ah, wir haben mehr Jobs als Einwohner. Sehr gut. Das heißt, wir können wieder auf Einwohner setzen, aber nicht auf Reiche, weil die stellen sich immer an. So, wir gucken mal nach dem Müll. Er geht runter. Danke. Bitte auf Null jetzt. Bitte tatsächlich auf Null. Weil die Kosten... Boah, ja. Schaut euch das an. Gesundheit muss leider runter. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ja, das hier da unten, das ist ein hoffnungsloser Fall da. So, da unten kommt ein Gebäude. Sehr gut. Das hier ist ein hoffnungsloser Fall tatsächlich. Das kann man wegmachen. Und statt Wohnungen Gewerbegebiet hinmachen. Das ist ein hoffnungsloser Fall. So. Ja. Das ist sinnvoller angelegt, der Platz. Ja, toll. Können wir nicht bringen, eigentlich, ne? Aber hey, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen... Ah, warum? Oh, nein.
aufgrund deiner Pendelstrecke. Ja, warte mal ab. Wir warten einfach mal ab. Gesundheit und Bildung. So, und zwar so. Mal wieder hoch mit dem Regler. So, dann gucken wir mal, dass wir hier wieder... Ja, wir gucken. Wir sind einfach stabil jetzt erstmal. Weil wenn wir jetzt die Steuern senken, das bringt eigentlich auch nichts mehr. Warum ist die Nachfrage so krass weg? Aber guck mal, das Einkommen hier geht hoch von der Stadt. Boah. Das ist schon krass, ja. Wie groß das mittlerweile alles ist. Die Lehrer. Ja, ist ja klar. Ist ja klar, ne? Ihr streikt alle, das ist ja... Alles... Ach du Kacke. Das war's, der Wassermangel. Nein. Verdammt. Ja, da habe ich echt einen Fehler jetzt eingebaut mit dem Wasser. Das ist echt schäbig jetzt. Aber gut. Ich überlege jetzt gerade... Wie kriege ich die Nachfrage hier wieder hoch? Wir speichern mal gerade. Ich möchte das mal testen. Bringt das jetzt nichts mehr mit den großen Plazas, oder wie? Wie kriegen wir die Nachfrage hoch? Mach mal bitte... Bringt das jetzt gar nichts mehr? Bringt gar nichts mehr, ne? Nur Reiche. Okay. Das heißt... Steuern auf Ärmere und Mittlere müssen runter. Shit. Ja, sorry. Irgendwie... Oder? Oder? Ja. Okay. Okay. Steuersenkung haben wir jetzt durchgezogen. Wir gucken mal, was das für einen Effekt hat jetzt. Können wir vielleicht hier doch noch ein Wohngebiet daneben machen, ne? Wer weiß. Ja, genau. Okay. Mhm. Die Reichensteuer kann man eigentlich mal erhöhen. So. Ja. Mal gucken. Eigentlich sollten die nicht ausziehen, ne? Ne, es reicht jetzt erstmal mit Reichen tatsächlich in der Stadt. Sorry, aber... Ist halt so. Okay. Okay. Finanziell sind wir jetzt wieder auf einem guten Weg. Jawohl. Dann können wir gleich auch wieder die... Ja, die... ja, gleich klingelt meine Uhr schon wieder. Verdammt. Oh. Oh, wer? Ach, die Schule. Okay. Hört ihr auf. So, okay. Ah, da klingelt meine Uhr auch schon. Ich würde jetzt aber... Ach, wieder 3.300 mehr kosten. Wir haben Nachfrage nach armen Einwohnern. Das heißt, ich würde jetzt mal hier hingehen. Neues Wohngebiet erstellen. So, möglichst, ja, flott. Und, genau, dann hier unten nochmal eine... neue Station hin. So. Perfekt. Das war dann hier hin. Vielleicht doch wieder in einigermaßen einen Grund reinkriegen. So. Die Reichensteuer haben wir jetzt nämlich erhöht. Das hier gefällt mir aber nicht. Das ist wenig tatsächlich. Mach mal so, bitte.
So. Mach mal bitte andere Gebäude dahin. Na? Wollt ihr nicht? Ah, da kommen wir dieselben. Na gut. Ja, Moment. Wir machen es mal anders. Wir machen es mal so, damit sie nicht die Gebäude und machen mal 4 Parks da rein. So, und dann, dass sie jetzt sich da nochmal neu aufbauen. Na komm. Geht's euch hier zu gut oder warum? Ich meine, ja, was soll das denn jetzt? Okay, Steuersenkung in Verbindung mit, hier? Was war das dann so? Ja, okay. Okay, okay, wunderbar. Ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt so einen kleinen Neustart irgendwie, ne? Aber ist ja okay. Gut, dann geben wir euch noch eine Verkehrsanbindung. Da kommt schon wieder ein Hochhaus, das ist gut. Jedes einzelne Hochhaus scheint jetzt zu zählen. Und, scheint tatsächlich so krass zu sein, ja. Definitiv. So, dann machen wir nochmal hier Park, Park. Die Reichensteuer, eiskalt angehoben. Ja, es ist, scheinbar nötig, wie ihr seht, ne? Guckt euch das an. Ah, eigentlich muss die Gesundheit so aussehen. Oh, hei. Okay. Aber das haben wir erledigt. Naja, das haben wir erledigt. Okay. Gut. Na geil, dann ist das jetzt hier auch wieder in Benutzung. Sehr gut, Freunde. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir beim nächsten Mal hier in der Hauptstadt weiter. Wir haben jetzt wieder ein bisschen was an Nachfrage nach ärmeren Wohnungen. Gut, Freunde, würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge von SimCity 4 gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erst jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.